Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What About. Heute kümmern wir uns rein ums Aim, beziehungsweise um die Art und Weise, wie man sein Aim verbessert. In den letzten Videos habe ich immer mal wieder gesagt, es ist wichtig, dass ihr versucht so zu spielen, dass ihr einen Fortschritt habt, beziehungsweise dass ihr auf den Fortschritt hinspielt und nicht auf den Sieg des Matches. Und somit habt ihr quasi mehr Ausdauer, was Lost betrifft, beziehungsweise ihr könnt öfters mal gegen Bessere spielen, ohne die ganze Zeit deprimiert zu sein, dass ihr einen Match nach dem anderen verliert, weil ihr euch die ganze Zeit darauf konzentriert, immer besser zu werden, beziehungsweise euch auf den Fortschritt selbst konzentriert. Die einzige Problematik dabei ist natürlich nur, dass man sich nicht von einem Tag auf den anderen einfach umstellen kann, einfach mal sagen kann, okay, mache ich jetzt nicht mehr, ab jetzt bin ich die absolute Maschine und kann jetzt 1000 Matches hintereinander spielen, alle verlieren und trotzdem noch der Mega-Motivator was vor dem Herrn. Und deswegen kümmern wir uns in diesem Video genau darum. Und zwar heute stellvertretend für die anderen Parts zum Aim. Was die meisten Leute nämlich machen, ist, wenn sie über Counter-Strike reden oder Counter-Strike versuchen in irgendeiner Weise zu aufzuteilen oder gewisse Punkte zu klassifizieren, ist, dass sie sagen, wir teilen das so auf, wir haben Aim, Movement und ja, Spielverständnis. Oft kommt da noch sowas wie ja, Erfahrung oder so, was ich persönlich total hasse. Und dann wird damit gearbeitet. Das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel durch die Map rennt und dann irgendetwas tut oder so und dann irgendwie total schlecht aimt, dann heißt das ja, ändere dein Aim, verbessere dein Aim. Aber einfach nur zu sagen, verbessere dein Aim, hilft euch so gesehen gar nichts. Was die meisten Menschen dann tun, ist zum Beispiel das 2 zu spielen, Deathmatch-Server zu spielen und dann die ganze Zeit versuchen, sich aufs Aim zu konzentrieren. Beziehungsweise einfach nur quasi auf den Deathmatch-Server gehen und spielen. Und das dann Aim-Training nennen. Und das ist der absolut größte Quatsch, den ihr machen könnt. Und deswegen zeige ich euch jetzt in diesem Video, stellvertretend für alle drei großen Bereiche, Spielverständnis, Movement und Aim, wie ihr euch verbessern könnt und wie kleinschrittig man eigentlich Aim betrachten kann, um zu sehen, wie kann man sein Aim wirklich und effektiv verbessern. Kommen wir also zu Punkt 1, Mauseinstellung. Ganz wichtig bei Mauseinstellung ist vor allen Dingen Mouse Acceleration. Das könnt ihr, je nachdem was für eine Maus ihr habt oder je nachdem was für Treiber ihr benutzt oder sogar bei Windows selber einstellen. Mouse Acceleration ist im Endeffekt nichts anderes als, ich werde jetzt meine Tastatur an die Maus legen, sodass ich jetzt nicht weiter nach vorne links gehen kann. Ihr merkt schon, ich kann nicht weiter nach links gehen. Ich knall die ganze Zeit gegen meine Tastatur, okay? Das werde ich jetzt so adjusten, dass das jetzt meine Tastatur ist. So, okay, weiter nach links kann ich nicht. Perfekt. Jetzt gehe ich ganz langsam nach rechts und gehe ganz langsam wieder nach links. So, und bin jetzt wieder an der gleichen Stelle. Jetzt gehe ich jetzt bis zu dieser ersten Box, langsam, und werde jetzt schnell bis zu meiner Maus, bis zu meiner Tastatur fahren. Und ich bin schon viel, viel weiter. Und das ist halt der Sinn von Mouse Acceleration, dass je schneller ihr euch bewegt, schon wieder an der Tastatur, desto weitere Strecken hinterlegt ihr auf eurem Bildschirm quasi. Der Sinn dahinter ist zum Beispiel, je nachdem wie eure Maus, beziehungsweise je nachdem wie eure Hand auf dem Mauspad liegt, ob ihr zum Beispiel euren kompletten Unterarm auf dem Mauspad habt und von der Schulter aus steuert, oder ob ihr mit dem Handgelenk steuert und quasi euer Handgelenk auf der Tischkante habt, je nachdem wie ihr spielt, ist Mouse Acceleration meines Erachtens sinnvoll oder nicht. Zum Beispiel bei mir ist das so, ich habe mein Handgelenk auf der Maus, auf der Tischkante, und wenn ich jetzt mit meiner Hand nach rechts fahre, ist das das Maximale. Weiter gehe ich. Geht nicht. Ist nicht möglich. Ihr merkt schon, ich müsste dann jetzt quasi meine Hand komplett umdrehen und das wäre komisch. Und deshalb habe ich Mouse Acceleration an, dass wenn zum Beispiel hier ein Gegner steht, ich normal spielen kann und mich einfach sehr schnell auf den Gegner konzentrieren kann und ich habe immer noch die Möglichkeit weiterzufahren. Hier, das ist jetzt wieder mein Maximum. Und das gleiche ist zum Beispiel bei 180 Grad drehen. Hier ist zum Beispiel ein Gegner und ich kann mich die ganze Zeit hin und her drehen, ohne dass mir was passiert. Denkt dran, wenn ich ganz langsam spiele, ist das hier mein Maximum. Wenn ich aber schnell spiele, kann ich mich einmal umdrehen und kann immer noch ein Stück weitergehen. Das heißt, ich habe mehr als 180 Grad Drehung mit der bisschen Fläche quasi auf dem Mauspad, die ich habe, mit der Art und Weise, wie ich mit meiner Maus spiele. Und demzufolge ist zum Beispiel Mouse Acceleration sinnvoll oder eben nicht, je nachdem, wie ihr das zum Beispiel habt. Eine weitere Sache ist zum Beispiel, wenn ihr euch auf dem Server befindet, nicht nur eure Sendi. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Spiel seid, und nehmen wir mal an, wir nehmen uns jetzt einfach mal zwei Punkte, den Punkt hier und den Punkt hier. Und wir fahren jetzt einfach die ganze Zeit links und rechts und versuchen einfach so schnell wie möglich das zu machen. Werdet ihr merken, irgendwann mal tickt ihr zu weit oder tickt ihr zu kurz. Eins von beiden. Und wenn ihr, es gibt dann zum Beispiel Maps wie A-Maps, zum Beispiel, ich kann jetzt mal kurz da drauf gehen, ich denke, das sollte noch
im Video vorhanden sein. Das ist diese Map hier zum Beispiel, Training Aim. Geht ihr hin, nehmt euch die AK und dann stellt ihr euch ganz nach hinten und startet einfach mal. Wir werden das jetzt einfach mal nicht machen, sondern wir gehen einfach mal, ihr seht ja hier, die ganzen Punkte poppen jetzt einfach mal im Zufallsprinzip auf. Und je nachdem, wie diese Punkte aufpoppen, beziehungsweise je schneller ihr das macht, desto leichter werdet ihr ein Muster erkennen. Zum Beispiel geht ihr hier unten hin und geht das einfach mal auf 100 Job. Das ist das Beste für euch eigentlich, vor allem ganz am Anfang. Und dann startet ihr das einfach mal und spielt das einfach mal 100 Punkte lang durch. Und dann werdet ihr mit auf die Dauer erkennen, dass ihr mit eurer Maus entweder mal zum Beispiel zu früh, wie jetzt zum Beispiel, oder zu weit immer geht. Ich force das jetzt gerade ein bisschen, damit ihr das mal ein bisschen erkennen könnt. So, und je nachdem wie dieses Muster von euch ist, dementsprechend könnt ihr dann eure Sensi anpassen. Das heißt, ihr geht gar nicht auf den Deathmatch-Server, ihr geht gar nicht hin und trainiert euer Aim, sondern ihr schaut anhand solcher Sachen, Mouse Acceleration und vor allen Dingen halt hier mal Sensi etc. Einfach mal, was kann man einstellen oder was kann man machen, was kann man für äußere Umstände ändern, um meinen derzeitigen Skill zu verbessern. Denn bei den meisten Leuten ist das so, dass sie ihre Config nur einmal programmieren, beziehungsweise, also was heißt programmieren, nur einmal richtig schreiben oder einstellen und dann quasi die ganze Zeit trainieren, aber es nie machen, dass sie ihr derzeitiges Computer-Setup, beziehungsweise ihre derzeitige Config an den neuen gewonnenen Skill anpassen. Und deswegen werdet ihr bei Top-Spielern zum Beispiel auch super oft finden, dass da teilweise pro Monat eine neue Datei rauskommt oder so. Oder das heißt, ja, jetzt neue Config von dem und dem und dem. Warum? Weil sie ihre Config ständig ändern, ständig anpassen. Natürlich ist das auch wieder ein zweischneidiges Schwert, wenn man sich dann quasi immer wieder neu darauf einstellen muss. Aber gerade bei so Grafiksachen oder so ist es meistens sogar fast schon egal, je nachdem, was für Grafikeinstellungen man hat. Zurück auf das 2 geht es jetzt also wieder weiter. Wir haben jetzt also Mouse Acceleration gehabt, wir hatten jetzt sowas wie Sensi. Kommen wir jetzt also zu den nächsten zwei Punkten, die ich persönlich fast schon am wichtigsten finde. Das ist jetzt Crosshair Placement und Hugging the Wall. Hugging the Wall ist eigentlich sowas wie Crosshair Placement, aber es ist für mich halt noch ein extra wichtiger Punkt. Crosshair Placement ist im Endeffekt, dass ihr eure Maus immer auf Kopfhörer habt. Und gerade auf so Maps wie das 2 zum Beispiel, gibt es Headshot-Linien, wie das hier zum Beispiel. Das sind Headshot-Linien. Ihr könnt halt die ganze Zeit theoretisch auf dieser Linie drauffahren und herumfahren. Und sobald der Gegner kommt, könnt ihr hier auf der Linie schön bleiben mit eurem Crosshair quasi und dem Gegner einen Headshot drücken. Der Sinn dahinter ist, dass, genau wie hier zum Beispiel, das ist auch eine Headshot-Linie, der Gegner zum Beispiel hier auf kurz steht. Und dementsprechend, ne, ihr seht ja hier, ist das hier zum Beispiel ist die Weiterführung der Linie hier. Und hier habt ihr quasi dann, ja, das ist jetzt ein bisschen eine gewelltere Linie, aber es ist halt auch noch vorhanden. Und das habt ihr fast auf jeder Map. Dass es immer so eine Art Headshot-Linie gibt, auf die man einfach sein Crosshair drauf pflanzen muss und dann rennt man rum. Jetzt werde ich das einfach mal mit Hugging the Wall inklusive erklären. Hugging the Wall bedeutet einfach, dass wenn ihr um Ecken herum geht, ihr mit eurem Crosshair an der Wand quasi dran bleibt. Das heißt, ihr rennt dann quasi so mit. Jedes Mal. Okay? Habt die Maus immer an der Wand. Warum? Wenn ich so um die Ecke gehe, ist das hier zum Beispiel, wenn der Gegner hier von der Hand steht, wenn ich jetzt so ums Eck gehe, ist das hier das früheste. Ja, das ist der früheste Augenblick, in dem ich den Gegner sehe. Würde ich nicht so spielen, würde ich nicht wirklich minimär so durch die Map rennen, natürlich kann man das auch irgendwie schnell machen, so zum Beispiel, würde ich das nicht tun und zum Beispiel so laufen, so mit einer schönen Lücke daneben, dann sähe das ungefähr so aus. Ich bin schon fast am Gegner vorbeigerannt, beziehungsweise wenn der Gegner dann hier steht, habe ich dann meinen Crosshair hier. Und ich muss dann readjusten, nachnehmen, laden. Währenddessen der Gegner, der das dann zum Beispiel tut, der bleibt einfach nur hier stehen, hat den Minischlitz, wir rennen durch, Headshot. Er muss gar nichts machen. Das ist für ihn eigentlich schon Hugging the Wall. Einmal Crosshair Placement bei Headshot-Linie. Und das zweite ist, er hat einen Minischlitz, das heißt, er hat zwei Wände in dem Fall, also ne, umarmt, und wartet einfach nur. Jetzt kommen wir an, Headshot, und kann er nur einen One-Click nach dem anderen setzen. Und das ist quasi der Grund dafür. Die nächste Sache, die halt auch sehr wichtig ist, das kann man zum Beispiel gerade beim Deagle-Spiel perfekt machen, aber auch mit natürlich jeder anderen Waffe, ist ein weiterer Vorteil von Crosshair Placement, und zwar, dass man den Gegner reinlaufen lässt. Nehmen wir zum Beispiel mal an, wir stehen hier unten und der Gegner wird hier entlang rennen. Dann wäre es Quatsch, hier zum Beispiel hier unten zu stehen und dann quasi dem Gegner nachzurennen. Nein, was wir tun ist, was ihr auch bei vielen Pro-Spielern sehen werdet, ist, wenn sie extrem gute Reflexe haben, werden sie das hier machen, jetzt sind sie hier und einfach nur warten. Wenn sie normal spielen, sage ich jetzt einfach mal, werden sie die Maus ein bisschen weiter nach rechts ziehen.
Ich weiß, das ist jetzt nicht Hugging the Wall, was ich gerade erklärt habe, aber ihr befindet euch jetzt gerade auch nicht im Laufen, sondern ihr wartet einfach. Sobald der Gegner durchrennt, rennt der Gegner in dem Fall in mein Crosshair rein und ich kann ihn erschießen. Was andere Spiele auch sehr gerne tun, ist zum Beispiel in Positionen wie hier zum Beispiel, dass sie einfach nur auf Kopf aimen und einfach nur warten. Der Gegner kommt um die Ecke und was ich jetzt tue, ist, ich bin mit meiner Maus quasi auf seiner Kopfhöhe und renne dann quasi mit. Nämlich die Strafe-Taste drücke. Ich drücke nicht W oder S oder so, ich drücke nur die Strafe-Taste. Ich versuche das jetzt nur mal so ein bisschen zeitlupenmäßig darzustellen. Warum? Der Gegner wird ungefähr so ums Eck laufen. Warum? Weil diese Kante hier haben wird. Der Gegner will immer an dieser Kante stehen, damit wenn der Typ auch von kurz ziemlich flasht oder so, er am wenigsten flasht ist. Und das ist halt so das normale Spielverhalten, dass die meisten dann hier an dieser Wand entlang rennen und dann aber einfach plötzlich nach vorne kommen. Die zweite Variante ist, dass man quasi so einen Zickzack macht, man rennt hier rein, um von Flashes geschützt zu werden, geht dann wieder an die Wand und versucht den Winkel so klein wie möglich zu halten. Ne? So. Das heißt, der Gegner wird aber definitiv immer hier so gerade vorbeirennen. In dem Fall, wenn der Gegner also gerade nach rechts rennt, das ist jetzt quasi so der Gegner, kann ich mit ihm mitlaufen und mein Crosshair ist die ganze Zeit jetzt auf dem Kopf des Gegners. Und dann muss ich einfach quasi nur noch abdrücken. Und das ist in dem Fall Crosshair Placement, ne? Wir haben das Crosshair auf Kopfhöhe und Hugging the Wall, wir warten, der Gegner kommt an und wir strafen. In dem Fall haben wir jetzt quasi drei Sachen miteinander verbunden. Crosshair Placement, Hugging the Wall, Strafen. Also in dem Fall eine Art von Movement. Und das Schöne daran ist wenn ihr jetzt mal nur aufs Crosshair achtet, wenn ich jetzt laufe, also quasi dem Gegner hinterherlaufe, das ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben, muss ich mein Crosshair minimal anpassen und dann kann ich auch... Dadurch, dass wir uns im Strafe befinden, verziehen wir kaum. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr quasi perfekt strafen könnt, oder wenn ihr perfekt aimen könnt in dem Fall, müsst ihr euer Crosshair so gut wie gar nicht bewegen, weil das Crosshair bereits auf Kopfhöhe ist. Das Crosshair ist bereits so, dass wenn der Gegner ankommt, ihr ihm direkt einen Headshot geben könnt. Und ihr müsst quasi nur noch mit den Strafe-Tasten, die extrem kontrollierbar sind, anpassen. In dem Fall schafft ihr das dann, gezielt einfach mal hinzugehen und den Gegner Headshot zu geben. Das alles im Laufen. So zum Beispiel könnt ihr den Gegner mit Crosshair Placement bzw. Hugging the Wall extrem leicht töten. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich euch empfehlen würde, die ihr auf gerade sowas wie auf Deathmatch-Servern extrem krass lernt. Generell, wenn ihr irgendeiner fragt, wie kann ich mein Aim verbessern, erstmal Crosshair Placement üben. Einfach mal durch die Map rennen und einfach mal wirklich konzentriert mit der Maus quasi hier durch die Gegend rennen. Wenn ihr es noch nicht so gut perfekt könnt am Anfang, versucht das noch nicht mit Hugging the Wall, dass ihr einfach die ganze Zeit an der Wand entlang rennt, sondern macht es quasi einfach so, macht es quasi wie hier, weil das, was dann der Gegner reinrennt, dass ihr quasi direkt rennen könnt und versucht dann diesen Mid-Strafe zu machen. Das heißt, wenn der Gegner zum Beispiel jetzt hier rausrennen würde, dann kommt ihr mit, zack, strafe mit dem Gegner mit, müsst die Maus dadurch weniger bewegen. Wir können das gleich jetzt einfach mal darstellen, ohne diesen Mid-Strafe, dass er dann so aussieht, ich komme an, der Gegner kommt an, ich muss hinterherziehen und hinterher schießen. Und das habe ich euch ja hier schon erklärt, hinterher schießen, immer schlecht. Immer ins Crosshair reinlaufen lassen, dadurch habt ihr die beste Methode, den Gegner zu holen. Einer der Gründe zum Beispiel, warum das so ist, ist, wenn ihr aktiv seid oder aktiv irgendetwas tun müsst, konzentriert ihr euch viel mehr auf die Bewegung, beziehungsweise viel mehr auf das Zielen an sich, als auf den, ich sag mal, Klickmoment. Wenn ihr stattdessen einfach nur reaktionär dasteht und einfach nur noch in der Reaktion auf einmal schießen müsst, geht das viel, viel schneller. Und dadurch habt ihr einen zeitlichen Vorteil gegenüber dem Gegner. Nächste Sache ist zum Beispiel auch, was für Art von Aim ihr habt. Ne? Es gibt ja dann zum Beispiel dieses Tappen, das ihr zum Beispiel es gibt die Möglichkeit zu sprayen, auf nahe Entfernung jetzt zum Beispiel, dass ihr dann Control zu machen. Es gibt dann diesen die Art von Spray, das zum Beispiel in den USA sehr gerne gespielt wird oder auch zum Beispiel in England, dass man quasi Strafe macht und dann halt so 6 Kugeln runter strafe und dann und so weiter geht. Das wird auch zum Beispiel sehr gerne mit der M4 gemacht. Da gibt es auch ganz viele Theorien darüber, dass man zum Beispiel ohne Schalli spielt, wenn man dann nur 4 Kugeln braucht etc. Dann kommt man quasi so im Laufen oder so im Strafen hält. Was dann zum Beispiel in England gerne gemacht wurde, ist dann zum Beispiel, dass man sowas gemacht hat. Man kam dann so um die Ecke, hat dann quasi so 6 Kugeln quasi so im Strafe gegeben und ist dann wieder direkt wieder zurückgegangen. Das war ziemlich cool immer. Ungefähr. Oder man spielt quasi das ganz normale Duck Aim, was ich auch schon mal vorgestellt habe. Also auf eine Stelle zielt, drücken drückt und dadurch halt kaum verzieht. Oder man hat das ganz normale Strafe.
Wichtig ist bei sowas nur, egal was für eine Art von Aim hat, und es gibt natürlich noch ein paar andere Varianten, egal was für eine Art von Aim ihr habt, kontrolliert, ob ihr es richtig macht. Schaut euch eine Demo an, vielleicht mal von der dritten Person quasi so von oben, und rennt euch einfach mal selbst hinterher und schaut mal, ob ihr beim Strafen hin und wieder mal zum Beispiel die W-Taste drückt. Automatisch werdet ihr verziehen. Oder mal die S-Taste. Gerade hier so auf kurz oder so gibt es manchmal Leute, die zum Beispiel hier gegen die Kisten rennen oder so, aber das sollte eigentlich nur auf dem untersten Niveau passieren. Und kontrolliert einfach mal, ob ihr das zum Beispiel, wenn ihr gerade bei sowas hier, wenn ihr hier runter rennt, dass ihr zum Beispiel nicht den hier macht. Das ist Quatsch. Das wäre jetzt normaler Strafe. Ne? Hier, das ist ja normal mit der Maus quasi. Und jetzt rennt ihr runter, viel zu hoch. In dem Fall müsst ihr quasi readjusten, damit ihr auch wirklich auch auf dem Kopf drauf seid. Das heißt, gerade wenn ihr hier so runter rennt, dass ihr die Maus immer auf dem Kopf habt, schön mit der Wand mitgeht, ja genau. Und dementsprechend dem Gegner schneller einen Headshot hier drücken kann. Die nächste Sache, was halt auch nicht wirklich mit Aim, Geschwindigkeit etc. zu tun hat, ist der positionelle Vorteil. Zum Beispiel, ich habe es ja hier schon mal demonstriert, gerade bei sowas hier zum Beispiel, wenn der Gegner dann so ankommt, ihr habt die Möglichkeit, den Gegner vorher zu hören. Mitte kann ihn ansagen, ihr müsst einfach nur hier sitzen. Ein One-Click nach dem anderen setzen, habt die Möglichkeit, den Gegner relativ leicht zu holen. Eine ähnliche Sache ist zum Beispiel hier. Wenn ihr euch zum Beispiel hier hinstellt, und das gibt ja Leute, die ducken sich dann auch so schön rein und warten hier einfach nur ab, haben hier auf Hatch und warten einfach nur, dass der Gegner hier reinrennt. Währenddessen ich, wenn ich hier zum Beispiel so entlang rennen würde, bin total offen. Das hier, ob ich jetzt hier stehe, oder ob ich jetzt hier stehe, hat null mit Aim zu tun. Beide Spieler können das perfekt gleiche Aim haben. Er hat einfach nur den gewaltigen Vorteil, weil ich nur die kleinste Kante seines Kopfes sehe und er mich komplett sehen kann. Ich habe keine Möglichkeit, mich perfekt hier irgendwo in Deckung zu bewegen, ansonsten kann ich nicht mehr wirklich richtig auf ihn schießen. Wenn ich hier bin zum Beispiel, ist er eben. Und deshalb ist es wichtig, neben Sachen wie reinem Aim, auch Dinge wie Positionen zu betrachten. Stehe ich auf einer günstigen Position? Laufe ich vernünftig? Bewege ich mich vernünftig? Wenn ich weiß, dass der Gegner zum Beispiel hier vorne an der Ecke ist, ist es vernünftig, einfach random hier reinzurennen? Ist es vielleicht vernünftiger, runterzuspringen? Wie springe ich runter? Springe ich links runter? Springe ich rechts runter? Springe ich gerade runter? Versuche ich überhaupt hier zu das Engagement zu suchen? Versuche ich lieber defensiver zu spielen? Warte ich lieber auf eine Flash? Und das sind alles Sachen, die auch euer Aim unterstützen werden. In dem Fall ist es quasi Richtung Spielverständnis. Merkt es ja gerade schon, ne? Die Fühler reichen halt in alle Bereiche raus. Und auch das wird euer Aim verbessern. Eine andere Sache ist zum Beispiel hier, nehmen wir mal die Mitte. Was Varygames zum Beispiel extrem gerne macht, ist zum Beispiel, dass Nathan sich früher mal hier in diese Ecke reingestellt hat. Ne, es ist jetzt nicht perfekt Left Eye, ihr weiß, normalerweise ist das hier Left Eye. Aber es ist trotzdem so die Minimal, also das ist quasi eine recht gute Variante, um die Mitte zu decken. Währenddessen sein Mate ist dann hier gewesen, ganz normal PvP gespielt und es hat sich dann irgendwann mal zurückgezogen. Wenn ich jetzt als Gegner hier rausrenne, habe ich jetzt hier nicht die Möglichkeit, Nathan zu töten, aber ich habe die Möglichkeit, hier schon mal zu aimen. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter nach vorne gehe, ungefähr so, jetzt habe ich die Möglichkeit, Mitte zu aimen, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, Nathan zu aimen. Jetzt hätte ich auch die Möglichkeit, Nathan zu aimen. Hier aber auch. Ihr merkt es schon, ne? Also es ist immer beides offen. Das heißt, für den Gegner, sich hier an die Kante zu stellen, oder zum Beispiel hier so an die Kante zu stellen, einfach nur zu warten, währenddessen Nathan zum Beispiel hier gewartet hat, ist für den Gegner total schlecht, weil er keine Möglichkeit hat, einen nach dem anderen abzuheben. Ne? Das heißt, hier, der Quick-Tip kann mich gleichzeitig abheben, genau in der gleichen Zeit wie der. Was mache ich also? Weil es liegt nicht an meinem Aim, wenn ich jetzt hier sterbe. Es liegt an der Art und Weise, wie ich mich bewege. Wenn ich jetzt zum Beispiel so entlang renne, an dieser Wand entlang, habe ich jetzt die Möglichkeit, hier schon Nathan zu töten. Der Typ hat aber keine Möglichkeit, mich zu setzen, weil ich hinter dieser Wand stehe. Und dadurch habe ich in Anführungszeichen mein Aim verbessert, ne? Kills bei weniger Death, also bessere KPD, obwohl ich gar nicht an meinem Aim gearbeitet habe. Ich bin jetzt nicht hingegangen, habe jetzt 5 Stunden auf ein Deathmatch gehauen, sondern ich habe mich nur mal eine Weile darauf konzentriert, vernünftig zu laufen. Das gleiche haben wir natürlich auch hier. Ich kann zum Beispiel hier an dieser Wand entlang laufen. Und kann jetzt hier schon den Typen Schachmatt setzen, beziehungsweise so schon laufen. Mit dem wir jetzt das Aim-Duell haben und bin immer runter. Sodass Nathan mich schlechter holen kann. Einfach nur als Beispiel. Deswegen ist es auch vernünftig, wenn ihr gerade sowas wie Aim betrachtet, nicht einfach nur zu gucken, töte ich ihn sofort mit dem Headshot. Oder spray ich so perfekt, dass alles nur so aussieht. Ne? Sind das jetzt meine 30 Kugeln? Das ist Quatsch. Das müsst ihr nicht unbedingt tun. Ganz am Ende werdet ihr das tun müssen. Aber ganz am Anfang reicht es erstmal auf alle 1000 anderen Sachen zu achten, die alle mit dem Aim zu tun haben
bevor ihr euch wirklich in Anführungszeichen mit AIM an sich beschäftigt. Das heißt, für euch in der Zukunft jetzt, wenn ihr versucht, euer AIM zu verbessern, schaut euch 4, 5 kleine Sachen auf, nehmt euch so ein Post-it, hängt euch das an den Monitor, dass ihr halt wirklich immer einen Blick drauf habt. Und dann achtet einfach mal darauf, dass ihr wirklich sowas macht, die ganze Zeit. Crosshair Placement ist es auf dem Kopf. Bin ich an der Wand entlang. Strafe ich vernünftig. Wenn ich strafe, drücke ich kein W oder S, je nachdem, was für eine Aim-Art ihr habt. Versucht das Spiel ganz pingelig klein zu strukturieren und dann an diesen kleinen Dingen zu arbeiten. Und dann konzentriert euch nur darauf. Ihr werdet merken, einfach nur auf dem Deathmatch-Server zu sein, quasi einfach nur normal zu spielen, ist einfach für die meisten von euch. Aber hinzugehen und dann wirklich sich nur auf eine einzige Sache konzentrieren, zum Beispiel immer im richtigen Strafe-Moment schießen, immer zum Beispiel beim Tappen einen einzigen Schuss abgeben, immer versuchen, weiß ich nicht, mit dem Crosshair perfekt auf der Kopfhöhe zu sein, immer versuchen, zum Beispiel eine andere Sache, mit der HE immer auf Kopfhöhe zu sein. Wenn der Gegner zum Beispiel da vorne steht, dass ich nicht einfach so die HE schmeiße, sondern die HE immer so schmeiße, dass sie im Endeffekt auf Kopfhöhe. Oh, muss ich wohl ein bisschen nochmal üben. Bam. Aber ein bisschen zu tief, etc. Und das übe ich halt die ganze Zeit. Und dementsprechend ändert sich dann das komplette Spiel, je nachdem wie ihr spielt, dass ihr die Kleinigkeiten immer wieder übt und gewisse Sachen halt einfach 1000 Mal spielt, bis HEs perfekt fliegen, bis euer Aim perfekt ist, bis euer Crosshair Placement perfekt ist und dadurch euer Aim um einiges gesteigert wird, ohne dass ihr im Endeffekt wirklich aktiv einfach nur sagt, okay, ich muss jetzt an meinem Aim arbeiten. Denn das alles gehört zum Aim. Aim ist nicht einfach nur so schnell wie möglich alle Leute hier zu erschießen und Deathmatch zu spielen. Sondern versucht in Zukunft nicht bewusstlos eure Matches bzw. eure Trainingssessions zu spielen, sondern versucht eure Trainingssessions zu verkleinern, ne? Wie zum Beispiel beim Muskeltraining. Macht kleinere Zeiten, keine Ahnung, 10, 15, 20 Minuten und konzentriert euch wirklich nur auf eine einzige Sache. Und ihr werdet merken, wenn ihr das quasi runterarbeitet, diese Trainingssessions Nummer 1, diese Trainingssessions Nummer 2, dass ihr innerhalb von 1, 2 Wochen oder so diese ganzen Sachen schon viel, viel, viel besser macht und euer Aim dadurch extrem gesteigert wird. Alleine durch Crosshair Placement würde ich sagen, wenn man es vorher nicht wirklich gut gemacht hat oder normal gemacht hat, steigert sich das Aim ungemein. Und das ist eine Art und Weise, wie man sein Aim verbessert, beziehungsweise wie man sein generelles Spiel verbessert, ich kann es nur wiederholen, bewusstlos zu sein. Das ist quasi, auch wenn es ein sehr hartes Wort ist, das ist mein Lieblingswort bei dem Fall, weil es, jetzt habt ihr zum Beispiel bei der Lernfähigkeit ja schon mal mitbekommen, dass man halt wirklich dauerhaft weiß, was man tut, warum man es tut, etc. Das können halt so schon die wenigsten sagen. Das heißt, ihr versucht das nicht nur auf eure Lernfähigkeit im Sinne von, wie trainiere ich oder wie spiele ich taktisch am besten, sondern auch im Sinne von, wie aim ich, wie move ich, wie verbessere ich am besten mein Spielverständnis, etc. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Es war mal das etwas andere Aim-Trainingsvideo, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, viel Spaß!